Hallo Fans und Freunde der WN. Sommerzeit, das heißt natürlich auch Fußballzeit und deswegen findet hier heute auf der Hohen Warte das 17. Weidos Kleinfeldturnier statt. Organisiert wieder mal von unserem Vienna Uli. Und heute ist auch der 22. August und als gelernter Vienna-Fan wissen wir, das ist der Geburtstag unseres First Vienna Football Club. Also meine Lieben, kommt mit, schaut euch das an und come on Vienna! Happy birthday dear Vienna, happy birthday to you. Ich wünsche der Vienna alles Gute zum 126-jährigen Geburtstag. Ja, servus, grüß euch. Vienna hat ja den 126. Geburtstag und anlässlich dieses Tages haben sie einen super neuen Spieler verpflichtet. Gorosito, Mix, Weltkicker, neuer Stürmer. Ich wünsche der Vienna alles Gute zum 126. Geburtstag und weiter so und hoffentlich kommen wir bald wieder in die Bundesliga. Liebstes Geburtstagskind, ich wünsche dir alles Gute zum 126. Geburtstag. Mögen es mindestens nochmals genauso viele werden. Und vielleicht haben wir auch das Glück, dass wir irgendwann mal wieder etwas höher spielen, nämlich Bundesliga. Aber alles zu seiner Zeit, nämlich werden wir wachsen und nicht uns zu schnellen Schlüssen hingeben. Alles Gute zum Geburtstag, lieber First Vienna Football Club. Liebe Fans und Freunde der Vienna, das waren die Matches. Wetter hat Gott sei Dank gehalten, also in den letzten Jahren hat es immer am Schluss geregnet. Jetzt schaut es schon recht finster aus, aber das Nass bleibt doch in den Wolken. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, liked das Video, abonniert den Kanal, Glocke drücken, nicht vergessen, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video online geht. Ja, und empfehlt mich weiter, indem ihr den Link teilt und ja, bei euch mal online stellt. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. So, jetzt geht es zu der Siegerehrung der einzelnen Mannschaften, die alle wirklich super toll gespielt haben und wollen Einsatz gezeigt haben. Natürlich auch an alle, die dieses Match überhaupt oder dieses ganze Turnier überhaupt ermöglicht haben. Natürlich an den Roli und natürlich auch an den Daniel Schlegelhofer, der ja gut den Michi vertreten hat, auch wenn es heuer keine Grillerei gegeben hat. Zuhören! Siegerehrung, will wir Pokale oder nur wir? Danke. 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 Das ist der Bierblöse.